Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Vor einem Monat habe ich euch die Crosshair-Settings gezeigt und erklärt und heute werde ich euch eine wunderbare Workshop-Map vorstellen, und zwar Crash's Crosshair Generator V4, durch die man dann mit dem Vorwissen von meinem eben gezeigten Video sein Crosshair perfekt einstellen kann. Grim, what is your problem, Grim? What is your problem? Siehst du das? Kranplatz? Da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Um Crash's Crosshair Generator zu laden, geht ihr einfach hier unten links auf Visit Workshop und gebt hier Crosshair ein. Und schon kommt die Map. Dann drückt ihr einfach nur noch auf Subscribe und schon habt ihr sie. Mein aktuelles Crosshair werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. So, wenn ihr die Map geladen habt, dann könnt ihr hier bei Theodor City starten und die gesamte Geschichte sieht dann wie folgt aus. Kurze Mini-Erklärung, hier gibt es bereits fertige Crosshairs von gewissen Profis, die man möglicherweise kennt, Device und Co. Hier hinten werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit noch Community-Crosshairs kommen. Hier kommt noch eine Nachricht, dass es noch nachgereicht wird. Save and Exit, klar, wenn ihr fertig seid, könnt ihr dann da drauf ballern, dann ist alles gespeichert und das Spiel geht aus. Und hier habt ihr die Haupteinstellung für euer Crosshair. Hier drüben, das ist jetzt, denke ich, auch recht neu, habt ihr unter anderem die Möglichkeit, Follow Recoil auf an- oder auszuschalten. Darüber habe ich auch ein eigenes Video gemacht, in dem ich das erklärt habe, kann ich auch gerne noch in die Beschreibung reinpacken. Eure HUD-Color einstellen und so weiter und so fort. Meine HUD-Color ist zum Beispiel grün, kann man da unten ja sehen. Mein Leben und Co. wird grün dargestellt. Diese Sachen sind natürlich auch alle über die Settings einstellbar. Aber hier ist es einem eben vereinfacht, wenn man einfach nur noch drauf schießt, dann ist es eben so, wie es sein soll. Wenn man dann hier fertig ist, kann man hier rübergehen und die ganze Geschichte auch noch testen auf einer gewissen Map, dann halt eben einfach gegen Bots. Mal hier kann man auch umschalten, dass man auch die Farben eben hat, also dass du genau siehst, wie gut ist mein Crosshair auch überhaupt zu erkennen auf der jeweiligen Map. Hier hinten dran ist ein fettes Huhn und jetzt gehen wir mal ran an die Erstellung. Sofern ihr mein anderes Video zu den Erklärungen der einzelnen Punkte schon geschaut habt, wisst ihr, wie ihr euer Crosshair hier dann jetzt passenderweise einstellen könnt. Ich erkläre es jetzt hier einfach nochmal geschwind im Schnelldurchlauf. Dynamisches Crosshair bedeutet, wenn ihr lauft, dann geht das Crosshair auf. Das soll euch einfach nur anzeigen, jetzt bin ich ungenau, jetzt bin ich genau. Statisch ist, wie der Name schon sagt, eben einfach statisch. Euer Crosshair verändert sich also nicht, wenn ihr euch bewegt. Und Hybrid bewegt sich in der Bewegung nicht, aber beim Schießen. Für Anfänger ist das Dynamische sicherlich nicht schlecht, denn solange es groß ist, solltet ihr nicht schießen. Wenn ihr stehen bleibt oder Counter-Strafe, bapp, könnt ihr reinballern. Aber solange es eben groß ist, schießt man irgendwo hin. Ich gehe somit also wieder auf Static. Diese linke Seite erklärt sich komplett von alleine, denn ihr erkennt ja schon, was ihr mit der einzelnen Einstellung macht. Die Länge könnt ihr hier einstellen, hier die Thickness, hier drüben die Gap, darunter die Outline und ganz unten der Dot. Also ob ihr einen Dot haben wollt oder eben nicht. T-Shape ist auch so eine Sache, die gerne mal bespielt wird. Über T-Shape habe ich schon diverse Male nachgedacht, denn bei meinem anderen Video habe ich ja erklärt, es ist wichtig, dass man so wenig wie möglich verdeckt mit seinem Crosshair. Also es bringt nichts, wenn man so ein riesiges, fettes, super-duper Fadenkreuz hat mit einem dicken Punkt in der Mitte. Also sag ich, weil dann verdeckt ihr vor allem auf Entfernung einfach nur die Köpfe der Feinde oder halt einfach die Feinde an sich und könnt sie nicht mehr richtig gut sehen. Somit ist T-Shape ja eigentlich eine nice Sache. Ich weiß nicht, warum ich immer noch an dem kompletten Crosshair festhalte. Ganz am Ende muss es einem natürlich halt auch passen, also selbst. Nun ja, gehen wir noch hier rechts zu den Einstellungen. Crosshair Alpha ist einfach nur die Durchsichtigkeit eures Fadenkreuzes. Meins ist komplett opak, so heißt es, glaube ich, wenn man nicht durchschauen kann. Ihr könnt es dann etwas durchsichtiger machen oder fast komplett durchsichtig. Ist natürlich nicht schlecht, zwecks Verdeckung, aber so ist das Crosshair dann eben auch schlechter zu sehen. Vor allem in der Bewegung und natürlich auch darüber hinaus, wenn man dann etwas älter wird. Die Einstellungen hier unten sind übrigens nur nutzbar, wenn man das dynamische Fadenkreuz auch eingestellt hat. Das ist eben dafür da, dass man hier dieses Split Ratio und so weiter einstellen kann, um dann dementsprechend auch das hier verändern zu können. Ich bleibe aber wie immer bei meinem statischen, weil ich das halt einfach schöner finde. Hier ganz rechts, ich habe es vorhin schon ganz kurz erwähnt, ist auch alles ziemlich selbsterklärend. Also ihr seht, was ihr mit den einzelnen Einstellungen macht. Die Dynamic Gap habe ich auch mal erklärt. Es soll euch einfach nur anzeigen, was für eine Waffe ihr gerade in der Hand habt. Aber man sieht die Waffe ja eigentlich sowieso. Also irgendwie finde ich das auch ziemlich quatschelig, sowas einzustellen. An die neuen hier nochmal ganz kurz erwähnt, Follow Recoil, wirklich eine geile Sache, zumindest mal zum Testen. Ich habe darüber auch ein ganzes Video gemacht, in dem ich das erklärt habe und auch den Vorteil davon erklärt habe. Also das kann ich nur jedem, gerade Anfänger oder allen Leuten, die halt nicht so krass im Sprayen sind, auf jeden Fall ans Herz legen. Das wäre es dann soweit wieder gewesen hier für meine erste Workshop-Map-Vorstellung. Ich würde das gerne öfter machen, um euch halt hilfreiche, nützliche oder eben auch einfach nur lustige, spielenswerte Maps zu zeigen. Ein ganz großes Dankeschön natürlich an Crashs für diesen Crosshair-Generator. Der begleitet viele Counter-Strike-Spieler schon seit Jahren. Das gab es bei Go natürlich auch schon eine Ewigkeit. Und ist eben eine gemütliche Sache, um schnell das Crosshair einzustellen, umzustellen oder sich einfach eins hier von den Profis auszusuchen und dann mal damit zu spielen. Wo ist denn? Wo ist es? Dankeschön.
Vielen Dank für den Einkauf bei Holy. Das kommt ab und an unerwartet. Ich habe die Livestream-Benachrichtigung, die sind auch hier drin. Also die sind bei mir im OBS drin. Wenn jemand irgendwie followt oder abonniert oder halt bei Holy einkauft, kommt dann eine kurze Sequenz. Und manchmal ist es halt zufällig genau während der Aufnahme. Ich wollte eben einen Gag bringen von wegen, ja, wo stehe ich eigentlich? Aber ja, das war es dann auch gewesen. Okay. Aber wisst ihr, was wir jetzt noch geschwind machen? Giveaway. Aber erst muss ich kurz meine Tochter vom Kindergarten abholen. Bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder zurück. Die Kleine ist jetzt auch schon wieder im Mittagsschlaf. Noch ein paar Minütchen sogar. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht. Also Leute, Giveaway-Zeit. Beim letzten Mal gab es für euch eine StatTrak P90 Grim zu gewinnen. Die Frage war, ob man sich bereits Workshop-Maps geladen hat oder nicht. Beides geht. Gucken wir mal rein. Ich habe ja bereits alles eingestellt. Wir getten mal die Comments. Vielen Dank für 35 Kommentare. Und wir ziehen direkt den Gewinner. Bedenkt bitte, diese Code-Phrase oder diese Beantwortung muss halt geschehen sein. Hallo, ich habe die Workshop-Maps auch schon ausprobiert. Ich bin ähnlich wie du. Ich habe früher zig Stunden auf Poolparty verbracht. Poolparty war echt ultra, ultra nice. Musle, du hast somit die P90 StatTrak Grim gewonnen und ich glaube, ich habe dich letztens auch im Stream gesehen am Freitag. Schön, dass du reingeguckt hast. Vielen, vielen Dank. Schreib bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzu. Das ist hier eigentlich ausreichend. Wobei ich es lieber hier stehen habe, aber irgendwie hast du hier gar nichts. Naja, egal. Also das hier müsste ausreichen. Ja, also bitte einmal noch unter dem Video hier kommentieren. Ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Juhu, oder irgendwie so. Natürlich starten wir auch direkt das nächste Giveaway. Es gibt ja eine StatTrak MAC-10 Whitefish für euch zu gewinnen mit dem Sticker Burn Them All. Lecker Teilchen. Ihr macht hier mit, indem ihr folgende Frage beantwortet. Wie kommst du mit deinem Fadenkreuz zurecht? Bist du jemand, der das oft wechselt? Oder hast du einfach schon gefühlt zumindest ewig das Gleiche drin? Ich kenne einige, die wechseln fast jedes Spiel oder würden es gerne jedes Spiel wechseln. Man kann ja auch die Fadenkreuze der Mates ausprobieren. Da gibt es einige, die halt wirklich sehr flatterig sind in der Hinsicht. Seid ihr auch so? Oder ist es bei euch eher fest? Ein Fadenkreuz für immer und fertig. Haut's in die Kommentare und dann seid ihr automatisch mit im Giveaway dabei. Das war's dann auch schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen, für die Likes und für die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video in 2 Tagen oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ab dann auch immer so 6 bis 8 Stunden. Dort gibt's auch immer Viewergames, die großen Giveaways und jede Menge Spaß natürlich. Kommt gerne ran, wenn ihr Zeit habt. Bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.